Also hier Grüße von München. Dann sind wir ja damals nach Donetsk gefahren. Ich war im Dezember zusammen mit der Marsha, die mittlerweile bei Russia Today arbeitet. Und sind wir nach Donetsk gefahren und dort habe ich den Marc Batalmai auch kennengelernt, der uns heute auch mit seiner Anwesenheit beehrt. Und wir sind vielleicht nicht viele, aber ich möchte euch eins sagen, leider in der Menschheitsgeschichte waren es meistens nicht die vielen, die kapiert haben, was eigentlich wirklich läuft. Und wir haben hier die Creme de la Creme. Übrigens, die Marsha ist auch da. Hi Marsha, meine Assistentin damals. Also wir sind zusammen da hingefahren, wir haben das alles erlebt. Und es war schon ein einschneidendes Erlebnis und darüber möchte ich jetzt reden, was wir in Donetsk gesehen haben oder was ich dort wahrgenommen habe. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in einem Kriegsgebiet gewesen. Ich wusste nicht, was sowas bedeutet. Donetsk ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin dort rumgelaufen. Die Videos von uns, die wir damals aufgezeichnet haben, die sind auf sinnwelle.tv unter YouTube zu finden. Die könnt ihr euch dort angucken. Und wir sind da rumgelaufen und ich habe Donetsk als eine unheimlich schöne Stadt kennengelernt. Ich habe mir gedacht, das könnte meine Stadt sein. Und deswegen haben wir auch ein Video gemacht, das ungefähr so lautet auf Sinnwelle TV, es könnte auch deine Stadt sein. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ins Bett gegangen mit dem unsicheren Gefühl, obwohl wir eigentlich laut dem Briefing waren wir in einem Stadtgebiet von Donetsk, wo es sicher ist, aber wir hatten halt im Abstand auch dieses Pfeifen von den Geschützen gehört und so weiter. Und zum ersten Mal habe ich mich ertappt, als ich schlafen gehen wollte, bei dem Gedanken, was wäre denn jetzt, wenn eine Rakete in dieses Haus einschlägt? Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich einen Plan gemacht habe, wie ich vielleicht so in die Mitte vom Gebäude, ich habe mir gedacht, Treppenhaus ist wahrscheinlich am sichersten, schnell, möglichst schnell nach unten und bin mit diesem Panikgefühl eingeschlafen, was ich machen würde, wenn jetzt hier irgendwas pfeift. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, wenn in dieses Apartment oder in dem Raum, wo ich geschlafen hätte, was eingeschlagen wäre, dann wäre ich nicht mehr zum Weglaufen gekommen. So, und auch einmal war ich in Donetsk alleine unterwegs im Auto, da gibt es sogar auch eine Videoaufzeichnung davon, habe kurz geredet und plötzlich hat mich der Gedanke schockiert, oh Gott, was, wenn ich jetzt falsch abbiege, wenn ich vielleicht in ein Gebiet reinkomme, wo hier irgendwelche Heckenschützen sind. Und das war alles so surreal, weil auf der einen Seite diese wunderschöne Stadt, ich habe eine Bar gesehen, da war Mojito, ich habe 10 Jahre in Spanien gelebt, da war irgendwie Chiquivara und so, und hier, oh krass, ey. Und dann hatten wir, da waren Bars, da gab es amerikanische Idols an der Wand und so und alles war irgendwie, ich war mit der Marsha einen Abend, haben wir ein Bier getrunken in einem unheimlich schönen Lokal, da waren verliebte Pärchen und dann auf der anderen Seite dieser unglaubliche Kontrast, dieses Pfeifen von irgendwelchen Geschossen und dieses in der Entfernung dieses da-da-da-da-da-da-da und du denkst dir, hey Mann, was geht eigentlich ab, hey? Und das, du nimmst dir, ich stehe vom Vodafone-Shop, ja ohne Scheiß, wie hier in München vom Vodafone-Shop und mach mir Gedanken drüber, ob ich jetzt hier sicher bin. Und dir wird eins klar, du merkst auf einmal, hey, die Leute, die da um dich rumlaufen, denen geht's wie dir und mir. Die suchen ihr Leben, die versuchen wahrscheinlich ihre Rechnungen zu zahlen oder irgendwas. Und du denkst dir, warum läuft es so? Was geht hier eigentlich ab? Warum, wenn all diese Leute kein Interesse am Krieg haben, wenn diese Leute keinen Nutzen vom Krieg haben, wenn es ihnen nichts bringt, warum findet Krieg dann statt? Ist es wirklich, sind das wir? Dasselbe Gefühl, ich war in Moskau. Wir sind ja eine Woche hin durch Russland und eine Woche zurückgefahren und ich habe mir das da angeschaut und dasselbe Gefühl, ich habe Kinderspielplätze gesehen, ich habe Restaurants gesehen, ich habe Leute, die zur Arbeit hetzen, gesehen und habe mir gedacht, ey, denen geht's genau wie mir. Und jetzt erzähle ich euch eine Story aus meiner Vergangenheit vor meiner aufgeklärten Zeit. Es ist tatsächlich einmal passiert in Teneriffa, dass ich mit Palästinensern, Israelis, Amerikanern, Deutschen und Amerikanern an einem Tisch saß. Wir haben zusammen Karten gespielt, das ist kein Scheiß, ich verarsche euch nicht. Und keiner an diesem Tisch hatte damals, das war noch vor 2008, irgendein Problem mit dem anderen. Dann frage ich mich, okay, wenn dem so ist, kann es sein, dass diese ganzen Ideen,
die da in unserem Kopf rumspuken, von wegen Amerikaner, Deutscher, Russe, dass das alles nur Kopfgeburten sind, Gefängnisse für unseren Geist, die uns sagen wollen, dass der andere unser Feind ist. Und wenn ich dann dahin fahre, dann stell ich fest, der Mensch hat dieselben Ängste, dieselben Wünsche, dieselben Hoffnungen, dieselben Sorgen wie ich und stell fest, dem armen Schwein jetzt genauso wie mir. Und dann merke ich auf einmal, das ist nicht deren Agenda. Der Vater, der da in Donetsk zwei Kinder geboren hat, eine Frau oder so, das ist nicht seine Agenda, eine Vormachtstellung Amerikas in der Welt irgendwie zu unterstützen. Oder auch, das ist nicht meine Agenda. Ich bin Mechaniker, ich bin Autolackierer, ich bin sehr wechselhaft, ich habe in meinem Leben viel ausprobiert, ich habe schon Werbedesign gemacht. Ich hab als Verkäufer gearbeitet, ich habe ein Mädchen in Holland, die ich sehr lieb habe und einen kleinen Jungen, wo ich will, dass der eine Chance hat, dass der irgendwo rausgehen kann. Hey, verdammt, jetzt muss ich echt weinen, wenn ich an meinen Kleinen denke. Trotzdem, weil ich will, dass der eine Chance hat. Ich will, dass der eine Welt erlebt, wie ich sie erleben konnte. Es gab eine Welt in Europa, wo ich in den... Es gab Grenzen, es gab Währungen, es gab Italien war Italien, Spanien war Spanien, Deutschland war Deutschland und wir hatten kein scheiß Problem damit. Es war toll nach Italien zu fahren, weil Italien Italien war, weil da irgendwas anders war, weil ich da was anderes erleben konnte. Und ich will, dass es mein Kleiner auch erlebt. Ich will, dass er seine Kreativität entdeckt, dass er vielleicht Ingenieur oder Architekt oder Maler ist und, oder Künstler oder humanitäre Hilfe macht und nicht vielleicht irgendwann in irgendeinem bescheuerten Krieg für irgendwelche dummsinnigen, aberwitzigen Ziele von Leuten geschickt wird, die eigentlich eine Therapie bräuchten. Ja? Ich glaube, dass Zygmunt Brzezinski, der hat Kuschelmangel. Den müssen wir vielleicht mal knuddeln. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Wieso schreibt er so ein Buch? Was sind das für unsinnige Zielsetzungen, von einem großen Schachbrett zu sprechen? Bin ich etwa eine Schachfigur auf dem Spielfeld von Zygmunt Brzezinski? Ja, also dann runde ich das jetzt ab. Ich wollte einfach mal erzählen, dass die Leute in Donetsk, ja, das sind Menschen so wie du und ich und die werden jetzt von ihrer eigenen Regierung angegriffen und das Schlimmste, und ich muss das einfach noch, die zwei Minuten oder eine Minute musst du mir nicht geben. Ich habe unglaubliches Mitleid mit den Menschen aus Kiew und ich erkläre es euch auch warum. Weil es wird der Tag kommen, wo ihnen klar wird, dass sie nicht für die Ukraine, nicht für irgendeinen Wohlstand der Ukraine ihre eigenen Brüder ermordet haben und das Schuldgefühl wird viele von ihnen umbringen. Und ich sage euch, ich habe dieses Gefühl gehabt, als ich Odessa, den Film gesehen habe, die junge Mädchen da, habe ich gesagt zu Marsha, und sie hat es mir nicht geglaubt, einige von denen werden sich umbringen und ich habe es erfahren. Es ist schon eine, die sich deswegen umgebracht hat, weil sie die Schuldgefühle, die ihr plötzlich wurde, ihr klar, was sie da gemacht hat und es hat sie umgebracht. Wisst ihr, wie mächtig Schuldgefühle sind? Und diese Leute gehen drauf, die lassen sich instrumentalisieren für einen Scheiß, wo sie später wie die Vietnam-Veteranen dastehen und sich schämen müssen für das, was sie gemacht haben. Und deswegen habe ich Mitleid mit den Leuten aus Kiew. Und deswegen, viele wissen gar nicht, 100.000 Leute, ukrainische junge Männer, sind vor der letzten Rekrutierungswelle wohin geflohen? Nach Russland! Zu den bösen Russen sind sie geflohen. Warum wohl's? Warum sind sie nicht in den Westen geflohen? Das sollte uns was sagen. Es sollte uns echt was sagen. Das Problem ist, die Ukrainer, auch die Westukrainer, kämpfen gar nicht für ihre Ziele, sondern sie kämpfen für krude Pläne, die von einem Gehirn wie von dem Herrn Zygmunt Brzezinski stammen. Und dem Herrn Zygmunt Brzezinski, mein letzter Satz, sage ich nur eins, was Jesus Christus mal gesagt hat. Was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnest und nimmst doch Schaden an deiner Seele? Das, was du hier machst oder was du hier für Ziele hast, das wird deine eigene Seele zerstören. Aber wir werden nicht mitgehen. Und am Ende wird eure neue Weltordnung nicht funktionieren, weil ihr nämlich, wenn ihr
gewinnen sollte, würde das Schlimmste, das Hässlichste und das Schlechteste der Menschen überleben. Und so wird es am Ende nicht laufen. Das war's. Selbst wenn ihr eine Zeit lang Erfolg haben solltet, werdet ihr euch selbst wieder zerstören, wegen eurer krankhaften Soziopathie. So, und jetzt kannst du hier übernehmen, du hast hier eine Durchsage zu machen. Danke, Marc, dass du einfach nur da bist, aber der Marc, der hat uns damals in Donetsk geholfen und er will heute einfach nur anwesend sein und das respektieren wir. Du warst die ganze Zeit hier aus dem Arsch nachvollziehen, was du sagst.